Du. Ja, jetzt habt ihr gerade gesehen, was euch in diesem Spiel erwartet. Jumpscares, Angst und Schrecken. Und zwar heißt das Spiel Coma und ist jetzt auf Steam erschienen. Im Moment mit 30% Rabatt für 7,55. Und ihr könnt es natürlich mit der Vive, mit der Oculus Rift, mit Windows Mixed Reality und natürlich mit der Pimax auch spielen. Ich muss sagen, die Rätsel sind knackig. Seht ihr gleich im Video. Ich habe ein bisschen gebraucht, um den Clou sozusagen zu finden. Aber sonst, das Spiel lässt sich sehr gut empfehlen, wer auf Horror steht. Und ich liebe Horror, obwohl ich es nie spielen mag, aber es fetzt einfach. Es ist dunkel, ihr habt eine Taschenlampe und es gibt nur Teleport. Also Locomotion gibt es leider nicht, das muss ich euch vorab sagen, falls den einen oder anderen stört. Aber es sei mal dahingestellt, es wird einmal gehen. Schaut euch das Video gerne mal an. So, und da sind wir schon im Hauptmenü. Coma. Overcome your fears. Na, das hört sich doch schon wieder prima an, echt. So, Teleport, gut. Zack. Taschenlampe haben wir schon mal, okay. Use your crap button to take the flashlight and teleport button. Teleport. Okay. So. Aim the flashlight over here and then take the book with the trigger button. Ja. Now click overcome your fears to start. Eigentlich will ich es nicht klicken, aber ist okay. So, wie soll ich. Hä? So jetzt. Overcome your fears. Da kann ich doch gar nicht hin. Yeah. Okay, na, das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Na gut. Nicht so tragisch. Ladezeiten gehen mega schnell. Was ist hier los? Irgendwie sehe ich jetzt gerade alles doppelt. Krasses Bild. Also wirklich. Ja, wir wollen sie mal reden hören, was sie zu sagen hat. Achso, mehr war schon nicht. Okay. Loading. Auch schön. Ich hasse halt Ladebildschirme. Kann man nicht irgendwie mal welche entwickeln, wie bei der Switch, wo man dazwischen ein bisschen irgendwas mal spielen kann oder so, das eigentlich langweilig ist. Nun gut. Ja, schauen wir mal. So, und da sind wir auch drinnen und ich komme mir gerade vor wie ein Riese oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sein soll. Aber was haben wir hier? Eine Taschenlampe. Was gibt's hier? Robert's Farmer Feu. Robots Pharmazeugics. Okay, hier liegt noch irgendwas rum. Es kommt mir irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Pimax liegt, das kommt mir alles so klein vor. Ah, ich bin doof, ich weiß auch nicht. Tapa City, kann man das aufmachen? Ah, das kann man sogar aufmachen, okay. Das ist schon mal cool. Das kann man auch aufmachen. Das nicht, okay. Scheinbar ein Brillen-Etui gewesen zu sein. Die Geräusche, die sind schon wieder echt geil in dem Spiel, also echt, das gefällt mir schon wieder richtig gut. Richtig gut gefällt mir das schon wieder. Notebook. So. Können wir wieder gehen? Natürlich nicht. Okay, so eine Rezeption ist schon mal keiner. Gut, hier ist zu. Hier ist zu. Da ist auch zu. Hier überall die kleinen Bilder, ne? Ein bisschen abgeranzt hier alles. Ach, das fängt doch schon wieder hier. Echt genial an. Nein, da ist nichts. Okay. Da ist auch nichts.
mein erstes Horrorspiel mit der Pimax jetzt. Das ist ja nochmal tausendmal schlimmer. Okay, hier ist alles zu. Hier liegt so eine Urinwanne hier unten. Und eine Gasflasche. Hau zu. Hau zu, okay. Okay. Ah! Du! Alter, jetzt habe ich Gänsehaut. Jetzt habe ich echt Gänsehaut. Okay. Licht an. Komm. Scheiße, das Licht. Gut, bis zum nächsten Mal. Ich habe keinen Bock mehr. Ah, da ist eine Schaltung. Alles klar. Okay. Kausch. Insert all four of the fuses in order. Ja, oh. Kann ja bei der Beiwechslung so leicht schräg gucken, ne? Ich hab keinen Bock, dass hier nochmal kommt. Also Grafik. Grafikmäßig sah die echt gut aus, die Dame. Da kann man echt jetzt nicht meckern. Ich zitter schon. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall vier, sag schon, Sicherung. Ey, das hat mir jetzt den Schrecken eingejagt, echt ey. Erst arbeiten, das ist der erste Schreck, und der zweite Schreck, dann hier erschreckt zu werden. Okay. Wir gehen das schön langsam an. Die Dame wird ja jetzt nicht hier alle zwei Minuten erscheinen. Ich hätte die Kopfhörer nicht so laut machen sollen. Oh, ich kann hier gar nicht reingucken. Ist hier was drin? Ja, da machen wir hier zu. Nö. Okay. Lämpchen. Ach, das Lämpchen funktioniert sogar. Okay. So, hier gibt's nix. Hier gibt's auch nix. Kleines Tässchen. Da ist ja jetzt hier eine Tür offen, wa? Okay, die ist nicht auf. Die ist auch nicht auf. Soll ich die jetzt mal alle probieren? Nee, geht nicht, okay. Ah, wo ist die Dame hin verschwunden? Okay. Hier so ein Ding dran, seht ihr das hier? Ein kleines Schloss. Okay. Nicht, dass hier auf einmal jemand die scheiß Tür aufmacht. Und dann stehe ich wieder so da wie vorhin. Aber ich kann gar nicht mehr zählen, ey. Okay. Sollen wir vielleicht aufräumen, ey? Gut, die Dame ist nicht mehr da. So, also ist auf jeden Fall ein Puzzlespiel. Da müssen wir natürlich alles schön untersuchen. Aber wer die Ecke sich hier ausgedacht hat, also da traut sich ja kein normaler Mensch hin hier. Okay. Weil ich die nur drücken soll. Nee. Wir brauchen vier solche Sicherungen, die wir verbinden können. Und garantiert, wenn wir das Ding fertig haben, steht die alte hinter uns. Das Ding muss man. Nee, ach, das ist schon auf, okay. Oder kann ich die hier oben nehmen? Das kann natürlich auch sein. Aber kann man die Taschen nochmal wechseln? Das sind doch Sicherungen hier, ne? Aber das sind doch eigentlich bestimmt solche Stäbe hier reinkommen. Wie das aussieht. Solche Stäbe wie bei Resident Evil.
Kann ich mir gut vorstellen. Aber warum jetzt die Tür nicht aufgeht? Okay. Oder geht die Tür doch jetzt auf? Nee. Okay. Huch. Die Tür geht auch nicht auf. Ich bin bestimmt zu blöd jetzt dafür. Ja, das soll natürlich wieder eine Videoreihe werden über das Spiel. Das möchte ich gerne weiterspielen. Oder nicht so gerne, aber sowas will man doch am Ende sehen, wie sowas ausgeht. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz rund, muss ich sagen. Ich sagte, ich bin... Ja, sehe ich gerade. Ich bin irgendwie von der Fußbodenhöhe. Ist das Spiel sehr? Ich bin hier. Eigentlich stehe ich ja da unten normalerweise. Ich habe was gefunden. Ich habe gerade was gefunden. Ach du Scheiße. Da ist eine Sicherung. Oder? Was sind das? Das sieht gut aus. Wir haben eine Sicherung. Wir haben eine Sicherung. Das finde ich auch schon wieder cool, wenn das so versteckt wird. Da kann man jetzt schön suchen, ey, das sage ich euch. Follow my voice. Ich habe keinen Bock, mich umzudrehen. Okay. So. Also, gut. Eine haben wir jetzt. Eine haben wir. Okay. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt... Guckt weg. Aber wenn ihr gespoilert werden wollt, schaut natürlich weiter zu. Okay, also so sehen die Sicherungen schon mal aus. Okay. Also die nur natürlich alle finden, wenn das 4 Stück davon sind. Da liegt eine. Und da haben wir nochmal 2. Es passiert nichts. Okay. Alles gut. Es passiert uns nichts. Es ist nur ein scheiß Spiel. Jetzt nicht auf das Spiel bezogen, sondern auf die Angst. Okay. Das war doch 100 pro eine Sicherung. Bei den einen Ding jetzt. Und da liegt bestimmt auch rein. Wir haben sie. Wir haben Nummer 3. So. Es steht nichts da. Es steht ja extra am Anfang schön da. Das beinhaltet ja natürlich Jumpscares. Okay. So, wir brauchen noch eine fucking Sicherung. Ich hab's ja. Och Leute. Okay. Hey, wir haben Licht. Hallo? Scheint keiner da zu sein, aber warum haben wir denn jetzt Licht? Okay. Hier ist... Okay, ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Okay. Ganz ruhig. Christian, ganz ruhig. Die Tür, was war denn zu? Ich denke mal, wir können jetzt gehen, wa? Los. Natürlich nicht. Okay, die Tür ist auch weiterhin zu. Okay,
Okay. Ach Mann, ich habe gerade richtig Schiss. Der Switch funktioniert hier nicht. Okay. So, wir haben jetzt schon mal Licht an. In der Right. Können wir die wieder rausnehmen? Nee, ja. Nee. Fuses in order to complete the circuit. Ist ja alles grün, ne? Das ist da. Okay. Jetzt irgendwas verpasst. Das war nicht schade. Okay. Die Türen bleiben weiterhin zu. Ja, wir wollen uns da natürlich ein bisschen Zeit lassen in dem Spiel. Aber spult ein bisschen vor, falls das jetzt zu langweilig wird. Also die Türen sind weiterhin zu. Okay. Haben wir jetzt hier irgendwo etwas bekommen? Okay. Hey, komm. Ach, das ist auch cool. Hier seht ihr eure Hand im Schatten. Ja. Kann man vielleicht fast. Ja gut, das sieht aus wie ein Stinkefinger. Ein Hund machen. Das ist nämlich so ein komisches Ding dran, was nämlich hier bei den anderen nicht dabei ist. Ja, Leute. Jetzt stehen wir hier mit Licht. Immerhin. Huch. Aber es... Geht das auf? Nein. Okay. Aber es kann nicht sein, dass natürlich noch ein weiteres Buzzer jetzt hier gleich mit drin ist. Jetzt gucken wir uns hier noch mal. Da ist nichts drin, ne? Nö. Kein Schlüssel oder sonstiges. Das ist natürlich cool, wenn man so überall richtig suchen muss. Ist irgendwas bei der Heizung drin? Nee. Okay, wir gehen hoch lang. Na gut. Da gehen alle Lichter. Da sind alle Lichter gleich. Okay. Da knacken die Knochen bei mir. Nee, da ist aber nichts, okay. Hat keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. Okay. Was war das hier abs... Huch! Ja, was kann liegen bleiben? Oh, hier unten lag noch was. Ich weiß nicht, ob es von der Seite... Ja, ich auch von der Seite machen könnte, ich bin auch bescheuert. Echt. Ist da was drin? Ne, das ist leer. Okay. Überall solche komischen Bilder. Ach so, macht man die. Ah, nicht, dass das jetzt hier. Nee.
passiert nichts. Okay. Ich dachte jetzt, ich habe es irgendwie falsch. Nö. Gut, ich probiere jetzt nochmal die Lichtschalter und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Weil sonst wird es ja jetzt auch zu eintönig, wenn ich hier ganze Zeit nur rumsuche. Das Gebücke, das ist ja eine wahre Pracht hier. Wir können aber hier nichts irgendwie weiter machen jetzt, würde ich mal so behaupten. Hier muss nämlich irgendwas rein. Das kleine Ding, das sieht aus wie ein Schlüssel. Ich habe gedacht, dass das hier vielleicht dabei sein könnte. Aber ist es nicht. Ja, Leute. Das ist auch nichts. Kein Schlüssel und nichts hier. Oder ich sehe es einfach nicht. Können höchstens vielleicht noch hier mal da oben was wäre. Das wäre ja schön. Also ich sehe ich ja gar nicht. Da bin ich zu klein. Gucken wir nach den Bildern, ob es da irgendwas. Die Geräusche machen mir wahnsinnig. Bilder sehen alle auch nicht verdächtig aus. Immer noch ein Topfpflänzchen. Ah, da ist nichts weiter. Hier war nichts. Okay. Ich habe ja auch irgendwie nichts, was passen könnte. Was irgendwie Sinn ergibt. Da kann ich nicht. Da sehe ich noch stehen. Kann ich echt nicht reinschauen, außer wenn ich jetzt. Okay. Telefon geht nicht. Okay. Hier war nichts weiter. So, das waren ja nur noch die Fenster. Mehr Fenster haben wir ja nicht. Na gut, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es wird noch schlimmer. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Ciao.